Kabarett im Turm. Im Turm statt im Kellerloch. Kabarett über den Dächern Wiens. Kleinkunst ganz oben. Kleinkunst im ORF 3. Einschalten und mitlachen. Na bitte, nein. Viel Vergnügen. Kein Witz. Vielen Dank. Ich bin... Danke, danke, danke. Ich bin bald 50, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Ich bin 47, hallo? Was heißt, ich bin bald 50? Das ist doch... Ich bin näher am 40er als am 50er, aber bitte. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Ich wollte mich für den freundlichen Applaus bedanken. Das ist nicht immer so. Fällt mir immer einmal erste Geschichte, wie ich nach Wien gekommen bin. Ich bin eigentlich nicht aus Wien. Wir sind damals auf Schulausflug gewesen und haben Wienwoche gemacht. Haben die ganzen super Sachen gemacht, waren im Prater und überall in Rathaus, Museen und so weiter. Was man mit 16 halt so gern macht. Also auf alle Fälle Museen waren toll. Alle Bilder haben wir gesehen, die da drinnen waren. Kann's mir erinnern. Aber wir sind irgendwie, haben wir es geschafft abzubiegen und sind, wer es kennt, wer schon mal in Wien war, das Café Bendel. Es ist so ein Kellerlokal hinterm Rathaus, also nicht der Keller vom Häupl, sondern ein anderes Kellerlokal. Und da waren wir drinnen und da ist eine Kellnerin gewesen, die war offensichtlich bekannt für ihre Freundlichkeit. Das haben wir aber nicht gewusst damals. Wir waren so Burschen, so 16-Jährige und haben gesagt, okay, heute sind wir mutig, wir haben uns absentiert von der anderen Klasse und wir bestellen uns ein kleines Bier zu dritt, wird keiner merken. Ja? Also so richtig mutig, sind dort gesessen und wollten bestellen. Die Kellnerin kommt vorbei, wir haben, Entschuldigung, darf ich? Weiter. Hat uns nicht gesehen und gedacht, okay, müssen wir irgendwie lauter rufen oder so. Ist sie zurückgekommen, wir, Entschuldigung, dürfen wir so, war es wieder weg. Das hat sie dreimal, viermal abgespült, die ganze Geschichte, bis sie dann zu unserem Tisch gekommen ist und sie hingestellt hat und gesagt hat, merkt's das nicht? Und ich, Entschuldigung, was? Ich bin nicht gut drauf. Also es war so der erste Einstand in Wien, wo man sagt, ja, eine tolle Stadt, da möchte ich leben. Ne? Also, die kann nicht Englisch, weil sonst hätten die von der Mörser-Studie nie gesagt, dass wie die lebenswerteste Stadt der Welt ist. Ja, aber, sonst, aber jetzt ist ja alles anders, freundlicher Empfang hier. Bedanke mich ganz herzlich. Möchte mich auch gleich entschuldigen, dass ich mit einem Spritzwein auf der Bühne bin, weil es kommt dann immer wieder gleich so eine Kritik, na, das kann man nicht machen und so, und Alkohol im Fernsehen und man sollte doch ein Vorbild sein und so weiter. Und ja, stimmt eh. Ich habe das auch einmal probiert und bin ohne Alkohol auf die Bühne gegangen und habe mir gedacht, ich habe so Prinzipien, das nehme ich mir vor, das halte ich ein und habe das auch probiert und es war auch anders, aber es ist gegangen und dann habe ich das durchgehalten eine Zeit und habe mir gedacht, ja, es ist irgendwie passt nicht, aber egal, man muss zu seinen Prinzipien stehen und habe das ein bisschen durchgehalten und dann irgendwann habe ich mir gedacht, es ist schon schwierig und dann habe ich aufgehört damit, weil dann ist die Klavischnik zur Novomatic gegangen. Da habe ich mir gedacht, da, entschuldige bitte, ja, wo man sich auf nichts mehr verlassen kann, oder? Aber keine Brille, das geht doch nicht, oder? Wie lange, das ist eine Zeit her, weil ich bin immer noch fertig. Das kann man als Klavischnik doch nicht machen, dass man zu Novomatic geht, bitte. Das geht ja nicht. Da kann, was kommt da als nächstes? Rapid spielt in Violett oder was, ja? Das ist irre, nicht? Wobei mittlerweile hat sich das eh alles geglättet, die Wogen, man weiß mittlerweile, sie hat eine Erklärung abgegeben, die war für mich schlüssig, weil sie hat gesagt, man sieht es falsch, sie hat sich immer um Minderheiten gekümmert, jetzt um die Einarmigen, also von dem her kann man nichts mehr dagegen sagen, nicht? Und sie hat auch einen wichtigen Job bei Novomatic, ein wichtiger Job, weil sie ist Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Novomatic, nicht? Das ist schon großartig, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Novomatic. Sie sagt also nachhaltig dafür, dass die Leute ihr Geld da drin verlieren und ja nicht wieder zurück rauskriegen. Ja. Super Job. Und sie hat aber auch mittlerweile auch schon, muss man fairerweise sagen, ist was passiert, weil diese Zwetschgen und Paradeiser und die Gurken, die man da dran muss, damit sie, die sind Bio und Fairtrade jetzt. Ja, also das ist, muss man sagen, ist schon. Ganz cool, ja, nein. Aber grundsätzlich, ich bin sehr froh, dass ich da bin. Vielen Dank fürs Kommen und für die Einladung, weil ich fairerweise muss sagen, also bin wirklich froh, dass ich da bin, weil wenn ich nicht da war jetzt, dann war ich daheim. Nein, die müsst heute beide Kinder ins Bett bringen. Ne? Und das ist, wow, da muss ich sagen, ist eigentlich überall besser als daheim. Wenn sie schlafen, bin ich gern daheim, aber diese Phase dazwischen, diese 2-3 Stunden, die sind oft, wo ich sage, ma, du, da, wurscht wo, gell? Es ist,
Na, wir haben zwei Kinder jetzt. Wir haben zwei gehabt. Gibt es jemanden, der ein Kind hat? Nur kurz Handzeichen. Ein Kind. Loser! Gut nicht. Ja. Na, ein Kind ist nix. Ja, ist super. Geht's euch gut mit dem Kind? Super, bleibt's dabei. Nein, ein Kind ist großartig, aber bei zwei Kindern geht es erst los. Es gibt Freunde, die dann mehrere Kinder haben. Wir haben auch Freunde gehabt, die haben zwei Kinder, drei Kinder. Und keiner von denen hat uns gesagt, wie schwierig das wird mit zwei Kindern. Wirklich, keiner von denen. Die haben alle gesagt, es ist so schön, es wird alles nur besser, es wird toller, es wird großartiger. Puh. Jetzt sage ich, du, ist bei euch echt immer super? Na, ist ein Wahnsinn. Sag ich, warum hast du das vorher nicht gesagt? Na, sonst hätte jetzt auch nur eins, war es nicht so lustig. Ja, danke. Na, es ist natürlich lieb. Ne? Das ist immer, fairerweise muss ich sagen, die Zuneigung zur Familie steigt mit der Distanz. Also nimmt exponentiell zu. Ne? Also, wir wohnen jetzt in Wien, ab Linz habe ich sie so sehr gern, muss ich sagen, ab Linz ist großartig. Ab Salzburg, ich war jetzt eine Woche in Griechenland allein, ich habe sie geliebt. Wirklich, was die immer angegangen sind, wie am Strand, haben wir gedacht, maschot, dass keiner da ist jetzt, ich kann da ruhig liegen und es ist keiner, der auf mir rumhupft. Und wie dann da war, haben wir gedacht, jö, Griechenland war schon schön. Nein, sie sind eh lieb natürlich, sehr gut. Aber es ist wahr, wer zwei Kinder oder drei Kinder, die Kinder übernehmen das Kommando. Sie übernehmen das Kommando in der Familie. Man ist nicht mehr Herr seiner eigenen Entscheidungen. Man kann immer noch das machen, was man will, aber halt nicht dann, wann man will. Ne, das geht gerade, wenn die Kinder einen kurzen Zeitpunkt zulassen, so 20, 30 Sekunden am Tag, ja, kannst du sagen, jetzt möchte ich gern kurz einmal in Ruhe die Zeitung lesen, nicht nimmst die Zeitung und sagst, ah, super, war schon. Ja, also, meine Frau hat mir gesagt, zwei Kinder ist jetzt auch, also drei Kinder, ich weiß nicht einmal, wie es geht. Keine Chance, also ich weiß schon, wie es geht, aber jetzt sagt sie meine Frau, du Schatzl, wir könnten jetzt, ja, ich bin so müde, ja, ich weiß eh, ja, es ist öfe, was ich schlafen gerade. Ja, nein, aber lieb, Stockholm-Syndrom dabei, aber lieb, muss man ganz ehrlich zugeben. Und also wir haben zwei Kinder, wie gesagt, der Große, der ist jetzt 10 und der heißt Nuno. Oh, lustig, die Reaktion ist immer gleich bei dem Namen. Stimmt das wirklich? Ja. Nein, stimmt wirklich, der heißt Nuno und die Reaktion bei meinen Eltern war genauso. Weil wir haben lange nicht gewusst, wie er heißen soll. Ja, also, der ist ein Bub und so und der ist 2008 auf die Welt gekommen. Da war Fußball-Europameisterschaft in Österreich, haben wir mit der Schweiz gemeinsam veranstaltet, darum haben wir mitgespielt, nicht? Könnt ihr euch erinnern? Ja? Und da waren wir im Spital. Nicht? Also, da war ein Familienzimmer haben wir gehabt und der Bub war auf der Welt und da war Fernseher, haben wir gesagt, schau mal ein Match gleich, ist gut für den Buben und so. Und es war auch ein bisschen eine Überraschung, ne? Das war einmal geschossen oder Tor quasi, also irgendwie hat er gesagt, schau, passt. Und meine Frau schaut und sagt, du, schau mal, dieser Nuno Gomes von Portugal, das ist ein fescher Kerl, nennen wir ihn doch Nuno. Ich war kurz irritiert, weil mir dachte, sie sagt fescher Kerl und dann nicht Gerald, so wie ich heiße, aber okay. Ich habe gesagt, ja okay, nennen wir Nuno, super. Ruf ich an bei meiner Mutter und meine Eltern wohnen in der Steiermark. Also ich bin nicht aus Wien, ich bin aus der Steiermark. Mein Herz nur, wenn ich will. Sketcher? Ja. Kann ich sagen, Alter, sucht so wie zum Baum, dass er auch scheiße, die kann schon einbauen, wenn es wurscht, ein bisschen Kernel rauf auf der extra Wurst rein und so laut und geht schon. Das gescheit so, du wirst ein bisschen Kernel in die Sonne hängen, dann ist das Gelände gleich weg. Muss ich aber nicht. Also ich kann, wenn ihr wollt, aber muss ich nicht. Also meine Eltern wohnen jetzt nicht in der schönen, also schon schön dort in der Steiermark, aber nicht in der Steiermark, so Südsteiermark oder Graz Umgebung. Nein, wir wohnen irgendwo drinnen, fast im Walderlan. Also man fährt von der Hauptstraße auf am Hernerberg links eine, 2,5 Kilometer und dort nochmal auf und dort sind wir dann. Vor 2 Jahren ist der Asphalt gekommen, ich sag's nur. Ja, also so, wirklich. Und das war eine heiße Diskussion unter den Bauern der Gegend. Die haben gesagt, brauchen wir den Fortschritt überhaupt? Girl, ist bis jetzt auch gegangen. Ja. Kanal ist da, aber es wird immer noch ins Blumsklo gegangen, weil wenn du aufs Blumsklo gehst, halt der Kanal länger, nicht? Das ist eh klar. Ja. Nein, ist so. Ist so. Das hat der Look. Vierteltelefon haben die meisten noch. Nicht? Also, das ist so. Und dort, also bei meinen Eltern dort in der Steiermark damals, alles noch, nicht einmal ein Kanal, kein Asphalt dort. Meine Mutter, Vierteltelefon, ich habe 4-mal anrufen müssen, weil der Nähbauer telefoniert, weil du brauchst ewig, bis hebt sie ab, sage ich, Mama, wir wissen, wie der Bub heißt. Und sie, na wirklich, habt ihr euch entschieden, super, wie heißt denn der Kleine? Und ich sage, ja Mama, er heißt Nuno. Bist du aus der Steiermark, oder? 21, 22, 23.
Okay, du bist immer so lustig, das war so eine lustige Idee. Und jetzt sag einmal, na komm, jetzt sag einmal, wie heißt denn Toni? Ich hab gesagt, nein, Mama, wirklich. Er heißt Nuno. 21, 22, 23. Hey, und was sagen wir die Nachbarn? Schwöre. Er hat ganz lange hat er geheißen, der Kleine, der Prinz, der Liebe, der Große. Nicht so. Und jetzt heißt er auch bei Ihnen Nuno. Also Nuno. Also Nuno. Aber, na, sie sind super Großeltern, wollen wir sagen. Ihr seid nicht gern dort, ich spiele mit ihm, ist super. Wir sind nur draufgekommen, er muss länger als 3 Tage dort sein, sonst versteht er nichts. Das ist so. Er rennt da wie bei Walking Dead herum. Irgendwann riecht er Schnitzel und ist bei der Oma drin, aber er kriegt ein Essen. Also. Ja, und die Kleine heißt Lila, da hat sie nochmal gesagt, ist ja schon wurscht, ja, es ist egal, ja, okay. Lila, ja, Lila. Sollte Lila kommen mit dem No-No, ja, sehr gut. Also die heißt Lila, wie Rosa, nur anders. Ja, weil es muss dazu passen, nicht? Zu Fleischhacker passt ja nicht viel dazu, aber Nuno Fleischhacker zum Beispiel ist ein international gängiger Name. Lila Fleischhacker ist auch ein schöner. Wenn der mal ein Model wird, now on the catwalk, Lila Fleischhacker. Merkt man sie, gell? Da kann es auch gehen wie ein Bauer, ist wurscht. Amazing walk from Lila Fleischhacker. Aber wir haben, wie gesagt, 2 Kinder und dann haben wir gesagt, na, weil so 2 Kinder sind wirklich genug, wir machen nach der Lila Pause. Also das war dann auch relativ leicht zu erklären gewesen für alle, ja. Aber nein, so ist die Family, so ist eh ganz gut. Also ich habe es nicht leicht. Also mit den Namen, es ist schwierig, wie man mit den Namen tut. Das ist nicht, ich bin letztens mit der Lila am Kinderspielplatz gewesen, bei uns in Wien ums Eck, wo es diese großen Sandkisten haben oder Katzenklo, wie man in Wien sagt. Und die Kinder sind da gesessen und haben gespielt und so. Und ich war mit der Lila und sie hat gesagt, schau, da ist ein Kugel. Aber ich gesagt, greif's nicht an. Ja, also, weiß nicht, was das ist. Und es gibt eine Studie, dass in Wien exorbitant mehr Hundegackerlsackerl verbraucht werden, als Hundgackerl machen. Ja? Dann haben sie die Leute gefragt, warum sie das machen, und eine ernsthafte Antwort war, ich nehme es zum Einfrieren. Da haben wir gedacht, ja, mit Schiwabtschitschi war ich vorsichtig, ja, was das einfällt. Aber so sind die Leute. Nehmen Hundesackerl zum Einfrieren. Aber ich sitze mit der Lila dort bei der Sandkiste und wir spielen. Und gegenüber eine Mutter, habe ich vermutet, weil es war eine Frau mit 2 Kindern. Und die haben auch gespielt miteinander. Und ich war ein bisschen desinteressiert eigentlich, bis ich dann bemerkt habe, da drüben tut sich was. Ein kleines Drama erscheint am Horizont, da muss ich zuhören, weil eins von den Kindern, 2 Buben war es, nimmt so ganz klassisch das Schaufel mit ein bisschen Sand drauf und wem haut es dem anderen Buben ins Gesicht. Klassische Situation am Kinderspielplatz, wo normalerweise so spielen wir das Lied vom Tod im Hintergrund gespielt wird. Die Mutter, die Frau, hat einen Vorteil gehabt, habe ich gleich gemerkt beim Reden, die war aus Deutschland, hat sich also gut ausdrücken können. Vertreterin der Ansicht, über alles reden mit den Kindern. Nicht? Hat ihm erklärt und gesagt, Ludwig, weißt du, der Patrick möchte das nicht. Könntest du so lieb sein und damit bitte aufhören? Ich habe mir gedacht, man muss mit den Kindern reden. Stimmt. Sagt meine Frau immer, über alles reden mit den Kindern. Der Ludwig hat das gehört, hat es verstanden offensichtlich, aber nicht beherzigt. Hat das Schaufel wieder in den Sand gegeben und wim, dem anderen Kind wieder drüber gehabt. Da war ich schon gespannt und gedacht, okay, wie geht's jetzt weiter? Also was kommt als nächstes? Ludwig, schau mal, das ist genau die Situation, die ich eben angesprochen habe, weißt du, er möchte das nicht. Könntest du bitte so lieb sein, damit aufzuhören? Aber ich dann schon sehr gedacht, nein, jetzt bin ich gespannt, was der Ludwig macht. Jetzt von meiner Einschätzung vom Ludwig her haben wir gedacht, das ist noch nicht vorbei. Und ich hatte recht, der Ludwig hat so einen leichten Grinser im Gesicht aufgezogen, hat das Schaufel genommen. Und hat sie wieder draufgehauen, nicht klarerweise. Woraufhin sie schon leicht aggressiv worden ist, als aber gut zügeln konnte, gesagt, Ludwig, jetzt haben wir das schon 2-mal besprochen, bitteschön, er möchte das nicht. Könntest du jetzt bitte damit aufhören, das ist unangenehm.
Woraufhin der Ludwig interessanterweise das wirklich befolgt hat, hat er mit der Schaufel genommen und hat geredet und hat es wem ihr ins Gesicht gehabt. Ist natürlich nicht lustig, ja, ist schon klar. Aber in dem Moment plötzlich ist etwas passiert, was ich vorher gar nicht gemerkt habe. Es ist, auf diesen Kinderspielplätzen gibt es ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es so diese gebogenen Liegen, ja, wo man sich super verstecken kann. Also wenn man da Verstecken spielt mit den Kindern, du liegst gescheit, suchen sie 10 Minuten aus der Ruhe. Und das ist mir gar nicht aufgefallen, auf einer dieser Liege ist offensichtlich jemand gelegen, weil plötzlich hat die Zeitung geraschelt, weg, und es ist ein männlicher Kopf erschienen, der dann gerufen hat, Ludwig, jetzt hör auf mit dem Scheiß, sonst komm ich um. Und dieses Reden mit dem Kind hat funktioniert. Also er hat das verstanden. Und das ist interessant, weil meine Frau ist ja Psychologin, das ist ja selbst zwei Kinder und eine Psychologin. Und jetzt, also ist super, meine Frau, aber die ist halt Psychologin, wird dauernd reden. Das ist jetzt auch nichts Neues bei Frauen. Meine Frau wird dauernd reden, nur sie verrechnet es. Ja, es ist also, Stundentarife haben wir, also ich rede oft nichts daheim, weil wenn sie fragt beim Frühstück, wie geht's da, und ich sage, gut, ist ein Zehner weg. Ja, es ist einfach so. Ja. Aber und sie sagt immer, ja, man muss mit den Kindern über alles reden. Man muss ständig mit den Kindern über alles reden. Und ich sage, ja, eh. Aber es wäre auch super, wenn man manchmal einfach was sagt und es passiert. Sind wir weit davon entfernt, ich weiß schon. Aber ich denke, man muss über alles reden. Und das ist die Lila gerade in dieser Phase, wo sie so in dem Alter ist, so ein bisschen über 3, jetzt doch noch Windel oder da schon aufs Klo gehen. Es ist so ein bisschen zwischendrin und jetzt will sie zuschauen. Und das will ich nicht. Ich will am Klo, das Klo ist der einzige Platz in der Wohnung, wo ich auch Ruhe habe. Ich will dort sitzen, ich gehe auch aufs Klo, aber wenn ich nicht muss, nur damit ich meine Ruhe habe. Ja, das ist so, wenn man da so ein kleines Büro einkriegt mittlerweile mit so einem WLAN-Anschluss, einem Fax-Anschluss habe ich da drinnen, ja, und das ist wirklich, nein, jetzt muss ich immer, nein, du musst sie zuschauen lassen, und ich meine, nein, bitte. Ich muss mich entschuldigen bei dem Anhören, ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, sie da hinten, ich bin es so gewohnt, dass ich offen los jetzt. Also, wie sie da, also, ich habe ihm angeboten, dass er schauen darf, aber er wollte nicht. Also, es war. Ja, so ist bei uns, nicht Family, Family, Family. Aber es ist natürlich schön mit den Kindern, ist eh klar. Aber auf Urlaub fahren mit Kindern ist großartig. Wir waren jetzt mit den Kindern Bergbauernhof, haben wir Salzburg, Bergbauernhof, und sind dann nach dem Bergbauernhof, da gibt es die lieben Kühe und so weiter. Und dann sagen, schau, da steht ein Schnitzi und so, dass man es den Kindern halt gut erklärt. Und da steht ein Polizist, also ein Pferd. Komischerweise hat sie das nicht beworben bei der Polizei. Also ich weiß nicht warum. Ich sag, nein, von meiner OMG nicht ab. Da bin ich lieber da rum, Polizist, wer weiß, wenn da einer kommt. Einer, der Himbeeren fladert, den verhofft ich gleich oder so. Wobei, das finde ich eh lustig. Da haben sie eine Aussendung gemacht wegen der Pferdepolizei. Es haben sich zu wenig Pferde gemeldet. Eseln hätten es genug gehabt wahrscheinlich, weiß ich nicht. Aber es haben sich vor allem zu wenig Pferde gemeldet. Vielleicht hätten es Züchter suchen sollen. Ja, ich weiß nicht, was haben sie erwartet, was haben sie für Hotline gehabt? Oh, sie wollen zur Polizei, wiehern sie dreimal. Black Beauty. Ja. Wollen sie zur Kripo? Aber jetzt haben wir ja genug Pferde, Gott sei Dank. Nicht? Also, schauen wir mal. Auf jeden Fall sind wir da am Bergbauernhof gewesen und sind dann vom Bergbauernhof zurück nach Wien gefahren und von Salzburg nach Wien mit dem Auto über die Westautobahn. Wer die kennt, die Westautobahn, die tolle Westautobahn. Und da sind wir dann plötzlich, und ich habe es gar nicht gewusst, habe nicht dran gedacht, in diese 140er-Zone kommen. Das war kurz nachdem sie die eingerichtet haben, die 140er-Zone. Und wir sind da gefahren und ich denke mir auf einmal, boah, 140er-Zone auf der Autobahn, Wahnsinn! Geschwindigkeiten, die nie zuvor ein Mensch auf einer österreichischen Autobahn gefahren ist. Und dann warte, muss ich mal schauen, wie das ist. Dann habe ich gedacht, jetzt fahre ich einmal, ich probiere, wie das ist. Habe zu den Kindern gesagt, okay, es hat sich angehängt, ja wunderbar, fahren wir 140. Und ich habe dann runtergebremst von 150 einmal. Es geht! Ja. Ist ein bisschen langsam, aber es geht, ja. Ja. Du wirst rechts überholt von allen, ja, aber. Nein, ist schon super, ja.
Ja, ja. Und was ich auch nicht verstehe, weil das ist schon sehr lustig, weil du hast da auf dieser Autobahn, also wenn man jetzt von Salzburg kommt, kommst du nach Linz, ne? Oder kommst du nach Linz, und kurz vor Linz ist einmal 2 Kilometer 140, glaube ich, und dann ist der 100er, der Linz 100er, und der Linz 100er dauert ja gefühlt bis St. Pölten. Also der ist ja, du fährst ja ewig ein 100er, du denkst ja da, wo es nach Linz bergauf geht, wieder denkst du schon, jetzt kann ich aufs Gas steigen, aber nein, da ist immer noch der 100er, und da geht der 100er gleich 20 Kilometer, weil IGL, also immer Emissionsgesetz Luft, nicht? Weil die Luft gut sein muss, darf man dort nur an 100er fahren. Und direkt an diese 100er-Zone schließt an die 140er-Zone. Jetzt interessieren mich zwei Dinge. Erstens, was wohnen in der 140er-Zone für Leute, dass man die vergiften will? Ja? Sind das nur die Wöller vom Anschober? Ja? Das sind lauter Grünwähler, der soll da stinken dort. Ja? Und vor allem, wie war's das, die Luft? Er sagt, bis daher darf's gehen, aber da nicht mehr. Ja. Spannende Dinge. Eine neue Studie gibt es jetzt auch zum Autoverkehr, jetzt, wie er Ferienzeit war und so weiter. Ganz interessante Studie. Ich hätte das Ergebnis nicht vorhergesehen. Sie haben untersucht und sind zum Ergebnis gekommen, dass Tanken auf der Autobahn, auf Autobahnraststätten, ist teuer. Das muss man mal, finde ich gut, dass er eine Studie gegeben hat, weil das hätte man sonst nicht herausfinden können. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich bin generell sauer auf die Asfinag, muss ich sagen. Bin sauer auf die Asfinag, weil erstens mal nicht dauernd Stau und Autobahn und Ding und Baustelle und hin und her. Aber die Asfinag, Manager ohne Ende, die Kohle kriegen, dann sind sie weg, kriegen 15 Jahre noch Geld zahlt und wir zahlen wieder die Milliarden von Steuergeld und so weiter. Eine Sache. Aber die andere Sache ist, sie haben erlaubt, die Asfinag, dass wir jetzt auf der Autobahn bei jeder Raststation 50 Cent zahlen müssen fürs Lulugen. Und ich bin in einem Alter, bin bald 50, wie wir gehört haben, ja, da muss ich schon öfter zwischen Linz und Wien, ja, also reicht einmal nicht. Jetzt weiß ich schon, ja, aber man kriegt eh einen Gutschein. Ja, aber ich will keinen Gutschein, ich will Lulu gehen, ich will einfach nur Lulu gehen und im Gutschein, da kannst du einen Kaffee kaufen. Sicher, ja, klar, dass ich bei der nächsten gleich wieder aussehen muss, nicht? Ja, klar. Jetzt gibt es einen Sammelpass für ganz Österreich. Da kannst du alle Lulu-Münzen quasi zusammensammeln in ganz Österreich. Da kannst du einmal auswischen oder was. Ich weiß nicht. Ja, die. Und ich verstehe nicht. Ich verstehe erstens nicht, warum wir fürs Lulu zahlen müssen, weil die verdienen eh nur. Jetzt muss, wenn ich einmal Lulu gehen muss, kaufe ich mir einen Kaugummi, kostet nicht mehr 50 Cent, sondern 1,50 kostet 1 Euro einmal Lulu gehen. Ne? Und ich muss, wie gesagt, zwischen Salzburg und Wien gehe ich viermal. Ne? Sondern also quasi 4 Euro die zahlen, nur fürs Lulu gehen hin und her. Ja? Und jetzt verdienen die eh damit schon Geld. Und ich verstehe, warum, also zum Beispiel der Germknödel auf der Skihütte sehr teuer ist. Das verstehe ich. Autobahn, warum der Benzin so teuer ist, verstehe ich nicht. Auf der Berghütte, der muss das aufgetragen dort. Ja, der Wirt, der tragt den Germtag von unten zu uns auf. Und das, in der Kälte, vor dem der Germteig zusammen muss, er wieder runterfahren, muss er einen Germtag anrühren. Ja, das ist ja alles handgemacht bei diesen Germknödeln. Das darf man nicht vergessen. Nicht? Der muss die ganze Nacht macht der 400 Germknödel. Und dann hatscht er auf damit. Das ist klar. Das ist handmade quality up in the mountains. Ja, das ist klar. Dass das 45 Euro kostet, das Knödel. Ja, das ist logisch. Es ist noch günstig, muss man sagen. Man sieht jetzt, dass die Tageskarte im Arlberg 400 Euro kostet, ne? Zum Beispiel, so ungefähr, jetzt gefühlt. Aber warum der Sprit auf der Autobahn so teuer ist, ist mir nicht klar. Weil die meisten Autobahnraststationen sind relativ günstig ans Verkehrsnetz angeboten, nämlich über die Autobahn. Ja. Aber gut. Aber wir fahren jetzt gerne auf Urlaub. Wir fahren gerne auf Urlaub. Ich fahre auch mit der Family gerne auf Urlaub. Das Schöne beim Urlaubfahren ist ja immer, dass man schöne Dinge erlebt in fremden Ländern. Man kann alles Mögliche erleben. Also das Problem bei uns in der Familie ist, bevor wir wegfahren, haben wir immer ein bisschen einen Streit, meine Frau und ich, weil wir uns nicht entscheiden können, was wir einpacken. Ja, also ich kann mich sehr schnell entscheiden, was ich einpacke. Ein bisschen was heuer von Haufen und Box ein und habe dann viel vergessen, aber das kaufe ich mir dort dann nein. Ja, Klassiker. Aber so einfach ist es bei meiner Frau nicht und bei vielen anderen, weil ihr braucht ja, wenn man irgendwo hinfährt, immer was? Eine richtig Liste. Was wir Listen haben, bevor wir irgendwo hinfahren.
Wir sind letztens nach Bali gefahren, was meine Frau an Listen gehabt hat. Das war, sie hat gehabt, sie braucht eine Liste nur für den Strand. Sie braucht einen hellen Bikini. Ich habe gesagt, ist eh klar, Bikini ist logisch. Aber sie braucht einen hellen Bikini, weil dort gibt es einen dunklen Strand. Dann brauchst du einen dunklen Bikini, weil dort gibt es einen hellen Strand. Sag ich, okay, gut, zwar Bikini nimmt nicht viel Platz ein. Aber da braucht sie ein helles Strandkleid und ein dunkles Strandkleid. Dann braucht sie ein Sportgewandel. Sie macht zwar keinen Sport am Strand, aber wenn Leute sind, die einen Sport machen, möchte ich das anziehen, weil dann schaut es aus, als ob sie auch Sport macht. Und so. Dann braucht es hohe Schuhe und niedere Schuhe und so weiter. Also irre, und dann ist die Liste fertig und sagt so, okay, das ist ja nur für den Strand, jetzt geht es einmal um die anderen Sachen. Sag ich, okay, passt schon, wir sagen den Flieger ab, wir fahren mit dem Containerschiff, kein Problem. Ja. Der Letzte, der mit so viel Gepäck unterwegs war, ist mit Elefanten über die Alpen gekommen. Ja. Okay. Und dann bist du am Flughafen, ist auch mühsam im Einchecken, ja, endlich, ja, sind wir am Flughafen, sind wir rechtzeitig dort. Ich bin sehr gern rechtzeitig am Flughafen, oft schon einen Tag vorher, weil ich es mir falsch eingetragen habe. Aber na, kann man alles schön einrichten und so, kann man die Koffer aufgeben, kommt dann daheim drauf, ja, ist es noch, da waren die Zahnpasta drin, egal, ja, egal. Mit Kindern ein Vorteil, muss ich sagen, mit Kindern ein Vorteil, weil mit den kleinen Kindern kann man ja oft früher einchecken, nicht? Oder kann an der Schlange vorbei einchecken. Das ist schon angenehm. Nicht? Wir haben der Große, wie er klein war, den haben wir auch trainiert gehabt und bei der Kleinen funktioniert es auch. Wenn ich dir ein bisschen zwick weint und mit einem weinenden Kind bist du gleich drin. Also das ist kein Thema. Ja, da gehst du, tut mir leid. Also bist gleich durch. Der hat das so, der Bub, der Nuno hat das so gut kennen, wirklich. Da habe ich einmal, war wirklich lange Schlange, da habe ich gemerkt, weinen reicht nicht. Ja. Dann habe ich gesagt, Nuno, schau krank. Ja. Und dann hat er geweint, untraurig geschaut und so. Das war, und die haben dann gesagt, nein, wir dürfen nicht mitfliegen, weil das Kind ist krank. Dann habe ich gesagt, nein, war nur ein Schmäh. Und dann habe ich gesagt, du kriegst einen Kakao. Dann war er gleich wieder gesund und dann waren wir eh gleich drin und ist gut. Und dann im Flieger ist eh klar, schnell hinsetzen und so weiter. Also, im Flieger ist natürlich schwierig. Mit zwei Kindern im Flieger ist schwierig. Ja, vor allem im Ferienflieger. Pah, da gibt es dann die Leute, man kann sie in zwei Gruppen einteilen. Die einen haben Kinder, sagen, ja mein Gott, ist ja der Kind im Flieger, ist wurscht, wir fliegen eh in Urlaub. Und die anderen denken sich, oh na, bitte nicht, na bitte. Das Leben ist so ungerecht, bitte. Wir fliegen in Urlaub und im Flieger sind zwei Kinder, gebiete! Kann man wieder in zwei Gruppen einteilen. Das eine sind die Manager, die gerade ganz wichtig drauf sind, weil sie denken, da haben wir noch WLAN am Flughafen, da können wir schon was ausschicken, getcha. Ja, aus damit. Die haben nur Angst, dass die Kleinen auf die Tastatur speiben. Die sind gleich, weil sobald die Kleinen gestartet sind, sind die beruhigt. Die sagen immer, wir sind so wichtig, wir müssen nur arbeiten, wobei sind sie eh nicht so wichtig, weil sonst hätten sie vorne sitzen und nicht in der Holzglas bei uns hinten. Ja, dann haben wir, ja. Und die anderen sind dann eher ältere Leute, ich sage immer Mafia-Omas zu denen. Die gibt es am Spielplatz und die gibt es im Flieger. Nicht? Am Spielplatz, das sind jetzt nicht die Omas, die sich um die Kinder kümmern. Ohne die Omas wird das Land nicht funktionieren. Aber das sind diese Mafia-Omas, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als dass ihr Meinung sagen, was man besser machen könnte. Und das Problem ist, du merkst das nicht. Die sind unsichtbar wie eine Überwachungsmaßnahme vom Innenministerium. Aber du bist unterwegs allein mit zwei Kindern, denkst am Spielplatz, geh komm, spuck das aus. Na, Nuno, das ist ein Opfer, den ist lila, das ist ein Stein, komm, spuck, dankeschön, zack. Und du sitzt dort und denkst dir, jetzt kann ich mal durchatmen. Und auf einmal merkst du schon, es sirstelt ein bisschen. Ja? Und dann erscheint auf einmal so ein schwarzes Strickjackerl und ein schwarzes Handtascherl. Und dann sitzt da die Erste und das Problem ist, die erscheinen nie allein. Die sind immer zu zweit und schauen. Ja? Und du bist auf einmal umzingelt von einem Bermuda-Dreieck aus Mafia-Omas. Ja? Die da sitzen und schauen, wer sagt das Erste was. Nicht? Ja, sagst du, ein Mann allein mit zwei Kindern ist schwierig. Ha? Na bitte, mit zwei Kindern lade sich. Die Kinder sind hungrig, haben Durst und die Mama fällt. Nicht? Ja, sag ich ja. Ohne Mama geht nichts, gell? Das ist ein Wahnsinn. Und die einzige Regel, die man als Mann hat, nicht drauf hören, was die sagen und nicht reagieren. Das ist ein Völler, darf man nicht. Jetzt ist das schwieriger bei der eigenen Frau, kein Thema, da geht es eine aus, das hat man gelernt. Ja. Aber die Ehre vor dem Alter und so weiter, man muss nicht zuhören. Na, bitte schön, aber das Kind hat dann Durst, das sehe ich von da. Ja, bitte, bei ihm schaut es aus wie ein Busen, aber es kommt nichts raus, gell? Und so. Oh, bitte schön, für einen dreijährigen Buben, das ist ja ein Wahnsinn. Ein dreijähriger Bub, wie das ausschaut, da hat's was. Ja, ich glaube. Das ist kein dreijähriger Bub, das ist ein vierjähriges Mädel. Na, sag ich ja, da hat's was nicht. Also, es ist wurscht, was du machst eigentlich. Du kommst eigentlich nicht raus aus diesem Thema. Und die sitzen dann im Flieger und schimpfen. Und wie wir nach Griechenland geflogen sind, war die Mafia-Oma mit Mafia-Opa gemeinsam.
Und die haben gehabt Reihe 11, wir waren Reihe 13 und die waren so zwider, wirklich. Wir sind eingestiegen und sie hat geschimpft. Sie hat gesagt, mein Gott, das sind zwei Kinder im Flieger, das ist ja Wahnsinn, willst du sehen, die würden die Windel scheißen, die gerne schnickt der ganze Flieger, das ist alles so grauslich. Und ich denke mir, was ist mit der, die war gerade, die wird nicht nochmal, es ist wirklich, nein, das ist ja Wahnsinn, das ist so grauslich, so furchtbar. Und die ganze Zeit hat die geschimpft und die Lila war wirklich lieb und brav und ich hab's tragen und die Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu. Da bin ich immer angestoßen bei der Frau, unabsichtlich. Die Stimmung war nicht die beste, gebe ich zu. Ja. Und ich meine, ja, ist ja Wahnsinn, mit der Windel wird gleich scheißen, wird gleich stinken und so weiter, bis mir eingefallen ist, es ist gar nicht ihr Fehler. Ich habe mich dann entschuldigt und gesagt, Entschuldigung, ich habe vergessen, gell? In ihrem Alter gehört ja das jetzt dazu, da ist ja die Windel kein Problem mehr. Ich habe das vollkommen vergessen, was ich lache, ich tanze, ich habe Blasenschwäche. Gell? Diesen Werbespot habe ich total vergessen gehabt. Ja? Und dann, das ist ja, aber ja. Und dann, aber sonst war eh alles gut. Sie hat dann eh, die Willi hat nicht in die Windel gemacht und alles gut. Und wir sind dann, sind noch die Sicherheitsvorkehrungen gekommen. Und das hat ihr so taugt, der Kleine, die hat das noch nie vorher gesehen. Das war ein kleiner Flieger und die haben noch keinen Film gehabt. Die haben so gesagt, dass sie am Tanz, die Stewardessen so mit der Maske und mit der Schwimmweste und so. Da haben sie dann durchgesagt, also sie führen auch Schwimmwesten für Kinder mit, aber sie haben nicht gesagt, wo sie sind. Da habe ich gedacht, schön, ja, wir stürzen ab, dann muss man sie kaufen wahrscheinlich oder so. Also wir geht direkt, Entschuldigung, wir haben noch 1000 Meter, ich hätte jetzt dann gern die für die Kleine. Ja. Aber haben sie so tanzt? Und die Lila sagt dann, du, was machen die? Und ich habe gesagt, na, die tanzen, ja, das ist schön. Und dann haben wir aber erfahren, das ist ein geheimer Code von Stewards und Stewardessen, dieses das heißt nämlich eigentlich nur, bevor du und du draußen bist, bin ich schon längst dort. Damit man weiß, auf was man sich einstellen kann. Und dann natürlich ganz wichtig, kann man beobachten in jedem Ferienflieger. Ich finde, dass nicht mehr applaudiert wird, ist schade. Ich applaudiere gerne, wenn man landet mit dem Flieger. Aber das tut fast sonst niemand. Aber ganz wichtig, sobald der Flieger am Boden ist, sofort aufstehen. Na, da kommt die Durchsage, bitte bleiben Sie noch so lange sitzen, bis wupp, steht schon der Flieger. Weil man ist 3-4 Stunden geflogen, ist wichtig, dass man ganz entspannt stehen kann. Und ungefähr 10 Minuten wartet, bis von was weitergeht. Das ist so. Dann haut er den Koffer von oben drauf, weil der hätte eigentlich oben gerade nicht mehr reingepasst und so weiter. Ne? Das ist. Und dann wichtig, sobald der Flieger offen ist, aus und zack und schnell zum Gepäcksbundle, weil der am ersten beim Gepäcksbundle ist, kann am längsten drauf warten. Das ist so schön. Und dann stehst du dort und wartest und irgendwann geht's und es geht los. Und dann komme ich mir immer vor wie bei einer niederösterreichischen Gemeinde, wo ja lauter schwarze Koffer. Also, die da am Gepäcksbundle herkommen. Ne? Also, herrlich. Ja, und dann waren wir in Bali und es war schön. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Bali war. Bali ist so ein super Land. Bali ist so herrlich. Die Landschaft ist schön. Und ich fahre so gerne nach Bali, weil das Essen so gut ist dort. Ne? Das Essen in Bali ist großartig. Die essen zum Beispiel jetzt nicht gern Schweinefleisch in Bali. Und nicht nur, weil es gut schmeckt, sondern weil es so gesund ist. In Bali sagt man, wenn man ein körperliches Gebrechen hat, muss man nur das Gegenstück vom Schwein dazu essen und schon wird alles wieder gut. Wirklich, also wenn du ein bisschen was bei der Nieren hast, ist der Schweinsnierndl oder so, ja, hast du das im Herz, ist da schön ein gesottene Schweinsherzerl oder so irgendwas, dann geht schon wieder nicht, oder verstauchst du, ist der Stötzen, nicht? Also es ist einfach, ach so, Heimmedizin, nicht? Das Schweizer Haus in Wien in Bali, eine orthopädische Klinik, es ist einfach, kann man so viel lernen voneinander, nicht? Und das ist schön. Und da sind wir mit dem Moped gefahren natürlich, ich glaube, man fährt in Bali mit dem Moped, ist logisch, und 8 Kinder, 7 Schweinl auf einem Moped, kein Thema, nicht? Wie die immer dumm fahren. Sie haben uns dann nur gesagt, sie müssen aufpassen, wen sie in die Schule bringen oft. Also nach ein paar Tagen kommen uns da nicht drauf, wenn er Föller war. Also. Und das war, wir sind mit dem Moped gefahren, das war super. Und das einzige Problem war, ich habe vergessen, dass ich sehr leicht eine Augenentzündung kriege. Ja, also bei uns fahre ich nicht mehr mit dem Moped, weil ich kriege eine Augenentzündung. Im Urlaub denkt man nicht dran, fort und kriegst eine Augenentzündung. Und ich kriege jetzt keine normale Augenentzündung, sondern ich kriege eine Regenbogenhautentzündung. Also jetzt nicht, wo aufwachst in der Früh und sagst, ah, über Kerstl ist ein bisschen zupicktes Auge, oh, mache ja Fotos, stelle auf Facebook. Alle sagen, super, gefällt mir eine Augenentzündung. Nein, kriege ich nicht. Ich kriege eine Regenbogenhautentzündung. Klingt super, tut Hölle weh. Die Regenbogenhaut ist die dieses Farbfernsehen im Auge macht, ja, da drinnen. Und du glaubst, es fährt da einer mit einem Glassplitter im Auge um und um. Ja, Draht drinnen, es ist wirklich, wirklich auer. Also Ärger als ein Schnupfen. Also wirklich. Und meine Frau hat gesagt, ja, Schatzl, dann müssen wir zum Arzt gehen. Da habe ich gesagt, ja, okay, aber ich ist sicher kein Schweinsauge. Ja. Sicher nicht, ja, kein Thema, ja. Nein, musst du nicht, ja, muss man auch nicht. Es gibt mehrere Touristenkliniken, aber uns haben sie gesagt, in Denpasar, die australische Touristenklinik ist die beste.
Ich sage, okay, da fahren wir hin. Sind reingefahren und wirklich von draußen hat es ausgeschaut wie ein 5-Stern-Hotel, Wellness-Hütte. Und es war großartig, weil innen, also außen hat es gehabt 45 Grad, innen 4, schön overkühlt. Ja, es war so ein kleiner Glatteisfilm war am Parkett dort, also so Holiday on Ice sind sie dahergelaufen, haben so Piraten geschlagen, die Schwestern. Und ich bin zum Budel halt hin und sie gesagt, ja, ob sie mir helfen kann. Sag ich, ja, war ein Ding. Und die waren aber super, weil die haben schon einen Jagertee gebraucht, DJ Ötzi haben sie aufgelegt, also alles so. Man gut eingekriegt und sagt dann, was ich habe. Sag ich, diese Schmerzen im Auge. Sag ich, gut, wunderbar, ich soll mich hinsetzen. Und dort, stylische Einrichtung. Weiße, stylische Kunstleder-Couchen. Und das ist super, wenn du mit einer 48 Grad kalten Haut, mit einer kurzen Hose auf eine 4 Grad kalte Kunstlederhaut setzt. Das ist, du frierst an. Also, die haben einen eigenen Typen gehabt, der mit einem Föhn alle runtergeschält hat. Und dann ist eine gekommen und ich sage, ob ich der bin mit dem Auge, sage ich, ja, ich habe noch zwei, ja, aber gut. Sagt sie, ja, ich soll mal aufstehen und die hat da so einen Augentest runterzogen. Ja. Also, ich soll vorlesen. Sag ich, ich habe Schmerzen, es geht nicht um Schlechtsinn, ich habe Schmerzen. Sagt sie, ich soll vorlesen. Ja, okay, gut. Mir hingestellt, sage ich, okay, gut. Englisches Alphabet, auch noch A, Q, R, M, L. Sagt sie, ja, erstens kann ich nicht gut Englisch und zweitens sicher schlecht. Sag ich, ja, das weiß ich eh, dass ich schlecht sehe. Dann sagt sie, ja, das sollte eine Brille auf. Sag ich, ich habe normalerweise eine Brille auf, aber jetzt habe ich so Schmerzen. Sagt sie, dann setzen Sie die Brille auf. Sag ich, nein, ich bin nicht da wegen dem, ich habe Schmerzen, ich habe Aua. Sagt sie, nein, setzen Sie die Brille auf, aber ich habe Schmerzen. Ja, dann haben Sie Schmerzen und sehen besser. Ja, sag ich, egal. Die Ärztin kommt gleich. 5 Minuten später kommt die Ärztin, sagt, ich soll mitkommen zu ihrem Behandlungsraum. Wie ich drinnen bin, sagt sie, Oberkörper frei machen. Haben wir gedacht, okay, verstehe. Ja, dann hat sie mir das Blut abgenommen, hat Puls gemessen, hat Kniereflexe gecheckt bei mir, alles hat sie gemacht, ja, nur nicht das Auge angeschaut. Nicht? Und dann schreibt sie einen Zettel, sagt, Mr. Fleischhacker, good news, you are a healthy man. Sag ich, nein, ich bin überhaupt nicht gesund, ich habe Schmerzen im Auge. Sagt sie, ja, das weiß ich schon, aber ob ich irgendwie Kreuzweh habe vom Rucksack tragen oder so, wenn man doch mit dem Rucksack. Dann sage ich, nein, ich habe Schmerzen im Auge oder verstaucht oder angehaut. Sag ich, nein, Schmerzen im Auge. Sagt sie, ja, das ist blöd, Augenarzt haben es kann. Sag ich, okay, super, was machen wir jetzt? Sagt sie, na, sie kriegt einmal $100, weil sie hat mich untersucht. Und dann hat sie mir eine Adresse gegeben von einem Augenarzt in Tempasa. Sag ich, ja, super, ist der da? Sagt sie, weiß ich nicht. Kann der Englisch? Weiß ich nicht, aber er ist Augenarzt. Sag ich, okay, gut, fahren wir hin, sind mit dem Mobile hingefahren. Und das war schön. Das war klassischer Augenarzt, also oben Augenarzt, unten Fleischerei. Also so ganz klassisch, ja, der gleich Zugang zu Apotheken hat. Und anders, also außen 48 Grad, innen 67 gefühlte. Und natürlich, wie in allen indonesischen Häusern, heraus 100 Paar Schuhe. Klarerweise, man zieht sich die Schuhe aus. Und in dem Moment war ich froh, dass ich nicht auf die Tina gekehrt habe. Weil wie wir losgefahren sind, habe ich gesagt, okay, wir fahren nach Bali. Ich kaufe mir jetzt was für Expedition. Ein Land, wo noch nie vorher jemand war. Ja, muss man gesattelt sein. Und da gibt es hinter der Stadthalle in Wien gibt's so ein Expeditionsgeschäft. So der Hornbach für den Reinhold Messner und Co. quasi. Dort gibt es alles. Dort gibt es alles, wenn du eine Expedition machst. Und dort habe ich immer eh nicht viel gekauft, nur einen zusammenklappbaren Trinkbecher, ein schönes Messer. Und dann hat er mir gesagt, das Wichtigste für einen Mann, wenn du länger unterwegs bist, Expeditionssocken. Es gibt ja für alles so Laufsocken, Wandersocken, aber auch Expeditionssocken. Da habe ich gesagt, was ist das Besondere? Da hat er gesagt, ja, die sind aus Silberfäden gewoben. Sauteuer, aber Silber desinfiziert und es stinkt nicht. Ich sage, okay, ja, den nehme ich mit. Und in dem Moment war ich froh, weil wir waren da doch schon Wochen unterwegs mit dem Auge und hin und her. Und ich gesagt, okay, ich kann hier wenigstens gefahrlos meine Schuhe rausziehen. Hab das also gemacht, recht locker und entspannt. Und hab gemerkt, er hat gelogen. Ich hab dort mit dem Luftzug ein Schneisen gerissen in die Leute, also die dort gewartet haben, wie der Sturm in Jungwald, wenn er Gas gibt, ja. Die sind umgeflogen wie nur was, und ich hab gedacht, was ist denn los? Hat schon den nächsten umgehauen. Das war so, also die sind alle nur mal röchelnd irgendwie aus, ja. Und ich hab nicht gewusst, zuerst was los ist, damit drauf gekommen, oh, Jösses, wir müssen vorsichtig sein. Der Vorteil war, wir waren gleich beim Arzt drinnen, also wir haben die Tür aufgemacht, ganz vorsichtig, mit dem Luftzug geht die Tür auf und er, also ein bisschen wie der Darth Vader, ich bin dein Zahnarzt. Aber es hat gut, ich hab dann gesehen, okay, er ist Zahnarzt, weil die Geräte habe ich gekannt, ich war in einem Arztmuseum aus den 50er Jahren, da waren genau solche Sachen drinnen.
Und der war da drin und hat mich angeschaut und sagt, ich kein Wort Indonesisch, er nicht Englisch. Es war schwierig, aber wir haben uns miteinander verständigt und er sagt dann zu mir, und er hat so das Kinn rauflegen müssen, nicht auf diese Dinger, wo diese komischen Papiersachen drauf sind, diese ganz hauchdünnen Papierfutzeln, die da beim Augenarzt immer drauf sind, so wie die Servietten beim Italiener. In einem echten italienischen Eissalon, wo es diese komischen Sachen kriegst, die Servietten sein sollen, aber es sind keine Servietten. Ich weiß nicht, das ist ein Butterpapier oder irgendwas, was die da reintun beim Zanoni oder wie. Dann nimmst, wenn du wischst, ist immer noch, es schaut so aus, als ob alles weg wäre, aber es ist alles noch da. Ja, also, am nächsten Tag pickt er die ganze Bettwäsche im Gesicht, weil das nicht runtergeht. Besonders mit Kindern super, ne? Da brauchst du 44 von den Servietten für einen Finger. Ja? Aber solche hat er gehabt und schaut rein und er sagt, und ich denke mir, ich weiß ja, was ich habe, ich habe Regenbogenhautentzündung, aber wie erkläre ich dem, dass ich eine Regenbogenhautentzündung habe? Und das Einzige, was mir eingefallen ist, ich habe gesungen. Ich habe angefangen, somewhere over the rainbow, au, au. Und er hat es erkannt, er hat geschaut, da, rainbow, da. Und hat dann grinst und hat nach hinten gegriffen und hat mir Tabletten gegeben, für die du am Karlsplatz verhaftet wirst. Ja? Wo du nicht genau weißt, ist es eine Tablette oder ist es ein Zapferl, das war so ganz an der Grenze. Und hat dann in gebrochenem Englisch gesagt, take this, 3 days, all good, maybe a little bird, but I like. Ja. Und es hat gestimmt, nach 3 Tagen habe ich nichts mehr gespürt. Es war so, war großartig. Ich habe mir dann die Tabletten mit heim geschmuggelt. Wir haben gedacht, wenn es daheim auch ein bisschen schwierig ist und so. Und war letzten November waren die Kinder anscheinend, am 4. November habe ich eine genommen und am 4. Februar haben wir gedacht, nein, jetzt lasst es noch, schon langsam. Ja, das war so. Ja, schön. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, wir sollen aufpassen beim Moped fahren und so. Und gesagt, ja, das machen wir schon. Und sind dann aber natürlich trotzdem mit dem Moped weitergefahren, ich habe mir eine Taucherbrille aufgesetzt und da ist kein Zug drinnen. Hat blöd ausgeschaut und ich habe nichts gesehen, aber habe gedacht, irgendwer schreit schon. Und dann sind wir gefahren und dann sind wir gefahren zum Beispiel nach Tirta Empul. Ich weiß nicht, wer Tirta Empul kennt in Bali. Ein ganz berühmter Tempel, sehr, sehr schön. Da gibt es zwei Becken, zwei heilige Becken. Das ist so die große Attraktion dort. Und wir sind dort hinkommen und dann haben sie gesagt, ja, schön, dass ihr da seid und hin und her. Und es war so eine eigenartige Stimmung, weil da haben Kinder Fußball gespielt, im Tempel drinnen. Und er hat gesagt, ja, ich habe auch einen Buben, der soll doch mitkicken. Und ich habe gedacht, stell dir vor, in Wien, im Stephansdom, wenn der Kickerl anreist. Ha, das Tabernakel ist das Goal, geht schon. Ja. Unentspannt dort, alles locker und entspannt. Und dann haben sie gesagt, ja, also geht's in die Quellen rein. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wir sind nicht gläubig, das ist doch wurscht. Das Wichtige ist nur, ihr müsst diese Umhänge nehmen, die kann man sich dort ausleihen und so weiter. Und ganz wichtig, das sind eben zwei Becken und in jedem Becken gibt es 13 Quellen. Man muss sich jede einzelne Quelle über den Kopf rinnen lassen, sonst bringt es Unglück. Nicht? Und nicht die letzte Quelle im zweiten Becken. Ich habe gesagt, ja, nicht die letzte Quelle vom zweiten Becken. Ich habe gesagt, ja, okay, das schaffen wir. Nicht? Dann sind wir dort reingegangen ins erste Becken und haben halt erste Quelle, zweite Quelle, dritte Quelle. Nach der vierten ist schon einer gestanden und hat gesagt, ja, super, habt ihr das gemacht, toll, großartig. Dann habe ich gesagt, ja, weiß ich, danke. Haben wir geschafft. Ich weiß schon nicht in die letzte Quelle, weil heilig, sagt er, nein, die ist nicht heilig. Die ist also überhaupt nur für die höchsten Begräbnisfeierlichkeiten und für die höchsten Priester. Die dürfen dieses Wasser berühren. Und ich sage, okay, das schaffen wir. Sind wir aus dem ersten Becken aussehen, ins zweite Becken eine wieder. Quelle über den Kopf, Quelle über den Kopf, Quelle über den Kopf. Vor der letzten Quelle steht schon einer draußen und wachelt. Ja, ja. Und ich sage, ja, weiß ich schon. Da sind wir raus. Und sage, ja, super, ihr habt es geschafft. Nicht die letzte Quelle, gratuliere. Und der war super, weil der gesagt hat, ich habe so ein schönes Kind. Da haben wir gewusst, der ist ehrlich. Und der hat zufällig so ein Polaroid mitgehabt und hat so ein Foto gemacht von uns. Er hat gesagt, ja, du zufällig mit, nicht immer, aber er wird $5 kriegen. Und er hat gesagt, na, so ein Zufall, also das müssen wir unterstützen. Und hat ein Foto gemacht von uns und sagt dann, na, großartig, also woher wir sind. Nicht? Und wir sagen, ja, wir kommen von weit her. Hat er gesagt, ja, er hat sich schon gedacht, dass wir nicht aus Bali sind, das hat er gescheit auch. Und dann haben wir gesagt, na, wir kommen von weit her, wir kommen aus Europa. Europe, sagt er. Oh, I know Europe. Where from Europe do you come from? Germany, sagt er, na, na. Unterhalb sagt er, oh, Osturia. Sag ja, genau, Österreich. Ja, oh, I know Europe, I know Osturia. Where from Osturia do you come from? Salzburg? Na, nicht Salzburg. Das andere, Vienna, kennt er vielleicht. Sagt, oh, I know Europe, I know Vienna, I know Osturia. Und auf einmal ist ihm das Gesicht eingeschlafen und er sagt, Moment,
Europe, Austria, Vienna. Do you know a Mr. Lugner? Schwere. Der Lugner war für ATV da unten. Für ein Doku mit irgendeinem Haustier, weiß ich nicht, was da gerade aktuell war. Kolibri oder Frettchen oder was auch immer. Und der Lugner ist natürlich in die letzte Quelle gegangen. Wirklich, das kann man im Internet nachschauen. Der Lugner war in der letzten Quelle. Der Lugner hat den Tempel entweiht. Das ist keine Geschichte. Der Lugner hatte, die haben den Tempel sperren müssen und neu weihen müssen, weil der Lugner in der letzten Quelle war. Und es war dann peinlich, weil ich gesagt habe, nein, ich pack dort nicht einmal. Ja, also das ist wirklich, und dann, mittlerweile wissen wir, warum der Toni Faber vom Stephansdom in den Seitenblicken immer hinterm Lugner noch rennt. Ja. Das ist der Exorzist vom Lugner, der weit hinter ihm nach. Ja. Wirklich peinlich. Und meine Frau schimpft dann immer mit mir, sagt sie, ja, mein Gott, gell, du schimpfst immer, du bist immer so gemein. Und dann sagt sie mir, die Leute sind alle deppert. Sagt sie, die Leute sind überhaupt nicht deppert, das stimmt überhaupt nicht. Die sind überhaupt nicht so blöd, wie sie ausschauen, das muss man auch dazu sagen. Und das hat einen Grund, warum? Weil die Menschen in Österreich intelligent sind, weil wir Menschen haben, die dafür sorgen, dass wir immer gescheiter werden. Auch wenn wir es nicht merken. Also die, unsere Regierung natürlich, die sorgt dafür, dass wir immer gescheiter werden. Mit Regierungsinseraten in den Zeitungen zum Beispiel. Also da geben sie Unmengen von unserem Steuergeld aus, damit wir Dinge erfahren, die wir sonst gar nicht wissen. Schaut's jetzt, gell? Ist so, wirklich. Die sagen, also eine der größten Informationen, die ich nicht hatte bis jetzt, war auch von der ASFINAG übrigens, eine große Kampagne, wo da bin ich im Auto gefahren und das ist im Autoradio Werbung drinnen und da ist die Daniela Zeller hat das gesprochen und sagt, Herr Gschistig-Schasti von der ASFINAG ist bei mir, ich habe eine wichtige Frage. Da habe ich aufgepasst als verantwortungsvoller Autofahrer und gedacht, aha, muss man zuhören. Wenn das wichtig ist, muss man zuhören. Bin gerade im Auto unterwegs. Er sagt, ja, bitteschön. Wie fahre ich richtig durch einen Autobahntunnel? Da habe ich gedacht, bin ich gespannt. Dann hat er Gott sei Dank gesagt, die Antwort ist ganz einfach. Und Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber ich bin trotzdem was dazugelernt. Er hat gesagt, also ganz einfach. Erstens, Licht einschalten. Zweitens, Geschwindigkeit einhalten. Und drittens, ganz wichtig, Augen auf. Und da habe ich mir gedacht, Scheiße. Das habe ich bis jetzt immer falsch gemacht. Ich bin zum Autobahntunnel gekommen, habe die Augen zugemacht und habe mir gedacht, hoffentlich ist bald vorbei, aber draußen habe ich es aufgemacht. Aber Gott sei Dank habe ich es dann gewusst, dass man es so machen muss. Also wenn du zum Tunnel kommst, Augen auf und sobald du draußen bist, Augen wieder zumachen. Ja, dass man dann und dann sind die Plakate gekommen, falls ihr erinnern könnt. Ganz große Plakate auf allen Autobahnen sind die gewesen. Da habe ich noch was dazu erklärt, weil da war ein Bild von einem Mädchen in einem Kindersitz, das die Augen offen gehabt hat. Und da habe ich gewusst, besonders wichtig ist, dass die Kinder die Augen offen haben. Ja. Und das hat mir dann schon, also da hat mir zu denken gegeben, dass ich bisher das immer falsch gemacht habe. Und das habe ich dann, wir fahren relativ viel mit den Kindern im Auto natürlich und waren da in Cesolo unten so ein verlängertes Wochenende im Frühjahr. Und da sind wir rechtzeitig weggefahren. Also, es musste ja rechtzeitig wegfahren an diesen verlängerten Wochenenden, dass nicht alle anderen aus Graz oder Klagenfurt, also, dass die schon vorher einschleifen und dann stehst du beim ersten Ding, was die Zeit bei der ersten Altstation ist. Nicht? Also, noch vor dem ersten Espresso bei der Autogrill stehst du schon eine Stunde und es ist schon zack. Nicht? Also, sind wir weggefahren um 4:30. Waren dann 5:30, 6:30 ungefähr da unten, Villach vorbei, Dreiländereck, Afi, Umi, Grenze und dann geht's schon runter. Nicht? Und dann kommen die ganzen Tunnel und die Kinder haben noch so gut geschlafen, es war erst 6:30. Und wir kommen zum ersten Tunnel und da schießt mir ein und ich, Augen auf! Und die haben dann gerät bis Udine, aber ja. Für die Sicherheit der Kinder ist mir nichts zu blöd, nicht? Muss man auch sagen. Schon wichtig. Man glaubt nicht, was man alles lernt. Das ist wirklich. Und es ist auch gut, dass wir so viele Dinge lernen, ist gut, weil wir. Ich meine, wir leben in einer Zeit eigentlich, wo es uns so gut geht wie noch nie. Jetzt, also prinzipiell, wenn man so in der Geschichte sich das alles betrachtet, geht es uns eigentlich hervorragend momentan. Nicht? Wir haben alle eigentlich was zu essen, wir haben was zu wohnen, es geht uns relativ gut. Wir haben ein Gesundheitssystem, aber wir haben ein Gesundheitssystem. Wir haben ein Schulsystem, aber wir haben ein Schulsystem, immerhin. Ja? Kinder können lesen, fast. Verstehen fast, was sie lesen. Also es ist grundsätzlich nicht so schlecht.
Und trotzdem sind so viele Menschen unglücklich wie noch nie zuvor in der Geschichte. So unglücklich. Es ist dabei, also, du weißt nicht warum. Ich meine, jetzt abgesehen von denen, die in der volkstümlichen Musik daheim sind, das ist so eine ganz eigene, so eine eigene Truppe, da ist wurscht nicht, die sind immer glücklich, die stehen mit einem Grinsen am Berg und denken sich, ja, das Leben ist schlecht, aber ich lach, ja, das ist so. Wurscht, welches Schicksal sie ereilt, sie lachen. Ja, das ist so, es ist ein bisschen so ein Grinser, wo es nicht weißt, ist es noch Schlager oder ist schon Schlagerl? Es ist so eine ganz eine harte Karten, auf der das da hingeht. Aber trotzdem, also sind Menschen unglücklich. Und ein Grund dafür ist, dass wir dauernd Entscheidungen treffen müssen. Wir müssen uns ja dauernd entscheiden mit den ganzen Handys, mit den Smartphones. Wir müssen uns dauernd entscheiden. Nicht, nehme ich ein Kabel mit oder reicht es mir, wenn ich 2 Stunden telefonieren kann, zum Beispiel. Ja, eine wichtige Entscheidung heutzutage. Nicht? Also Handy, haha, wir haben ja Festnetz wieder. Also wenn du ein iPhone hast, brauchst du ein Festnetz, weil ohne Kabel kannst du nicht mehr telefonieren länger als 2 Stunden. Aber es sind Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und das wollen wir nicht mehr. Wir wollen keine Entscheidungen treffen. Wir treffen am Tag, glaube ich, 20.000 Entscheidungen. Jetzt die meisten unbewusst, manche bewusst. Also einatmen, ausatmen ist eine Entscheidung, die der Körper Gott sei Dank für uns trifft, weil sonst war es bei manchen schon vorbei wahrscheinlich. Nicht? Also einatmen, ausatmen, wo war ich gerade? Müssen wir nicht. Aber andere Entscheidungen, Rotwein, Weißwein, BIM oder U-Bahn oder Taxi oder U-Bahn. Das sind so Entscheidungen, die man treffen kann. Und wir wollen keine Entscheidungen mehr treffen. Und das ist die Geschichte, die mühsam ist für uns, aber junge Menschen reich macht. Es gibt 3 Burschen aus Oberösterreich, die haben eine App erfunden, die nimmt uns Entscheidungen ab. Wenn wir zum Beispiel nicht wissen, was wir essen sollen, dann macht man ein Foto von Spaghetti zum Beispiel und von einem Schnitzi und schickt beide Fotos an seine Freunde. Und die Freunde sagen dann, nimm das Schnitzi oder nimm die Spaghetti. Und dann brauchen wir uns selber nicht entscheiden. Und sagen, ja, super, ich nehme das Schnitzi, weil alle haben gesagt, ich nehme das Schnitzi. Das geht auch mit Gewand, nicht? Soll ich das rote Polo nehmen oder die blaue Blusen oder was? Also jetzt bei Männern eher andere Farbe von Polo, aber grundsätzlich kann man seine Freunde fragen, was man anzieht. Ich meine, dass ich eine App brauche, damit ich weiß, was ich anziehe. Das ist so weit weg von meinem Leben, das ist absurd. Oder dass ich weiß, was ich esse, dass ich meine Freund fragen muss, was darf ich heute essen? Hallo? Ich bin schon lange nicht mehr daheim bei der Mama. Oder? Aber trotzdem, die leben jetzt im Silicon Valley, die Burschen, und haben gerade wieder, glaube ich, 80 Millionen Dollar Förderung gekriegt zu den 100, die sie schon gehabt haben, weil das ist der nächste heiße Scheiß im Internet. Das ist das nächste große Ding, das uns in 10, 20 Jahren alle durch das Leben begleiten wird. Dass andere für uns Entscheidungen treffen. Das ist doch absurd. Ich meine, dass ich weiß, was ich anziehe, da brauche ich keine App, da habe ich meine Frau. Ja. Die macht das. Nein, ich rede blöd, die Tina ist eh super, sie ist großartig, weil erstens hält sie mir aus. Und zweitens darf ich auch mit ihr reden und muss nichts zahlen dafür. Aber sie ist auch so, sie sagt auch so wichtige Sachen in dieser Konsumgesellschaft, nicht, in der wir leben, wo sie sagt, Geschassel, schau bitte, wir brauchen nichts, wir haben schon alles, es geht uns wirklich gut, alles ist fein und ich brauche nichts, ich habe alles. Das ist jetzt beruhigend in Zeiten wie diesen, dass man sich einfach mal zurücksetzt und sagt, ja, okay, stimmt, die Kinder sind gesund, passt. Man darf als Mann das natürlich nicht ernst nehmen, wenn sie das sagt, das ist auch klar. Also so rund um Geburtstage, Weihnachten und so weiter, da ist es natürlich dieses, ich brauche nichts, ich habe ja schon alles, natürlich nicht. Ach, ich brauche nichts, ich habe schon alles. Nein. Da heißt dieses, ich brauche nichts, ich habe noch alles, natürlich. Ich sage dir sicher nicht, was ich mir wünsche. Weil wenn du in letzter Zeit nur ein bisschen aufmerksamer gewesen wärst, mein Schatz, ja? Und wenn du nicht dauernd in den Depper des Handys schauen würdest, dann wüsstest du, was ich mir wünsche, weil ich habe dir unzählige Hinweise gegeben, was ich mir wünsche. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber was sind diese Hinweise, diese Geheimen? Ich weiß es nicht. Ich bin Wochen und Monate vor Geburtstagen, Weihnachten und so weiter, bin ich fertig. Weil es kann alles ein Hinweis sein. Ja, es ist... Am 24. Oktober hat sie Geburtstag. Mitte Juli wäre ich schon nervvoll. Aber ich denke, im Autoradio letztens war eine Werbung für ein Auto. Ja, denke ich, super, süßes Auto haben zu Geburtstag. Ja, hallo. Letztes Jahr hat sie dann gesagt, gehen wir in die Stadt ein bisschen bummeln.
Da gingen eh schon die Glocken nicht, nur ein bisschen bummeln. Ja. Und wir sind gegangen, ich schwöre euch, wir sind gegangen in der Stadt, ich bin gegangen wie der Prinz Philipp hinter der Queen, 4 Meter hinter ihr. Ja. Es kann alles ein Hinweis sein, vielleicht spreizt sie einen Finger weg. Ein Hinweis, eindeutig. Ja. Weil sonst kommst du zum Küchentisch, liegt die Zeitung offen, ist ein Hofer-Prospekt drin, weiß ich nicht, ob Sherry-Tomaten will zum Geburtstag. Ja, keine Ahnung. Ja. Könnte sein, nicht? Aber die 90 Cent nehme ich mit, kein Thema, die packe ich schön ein und passt schon. Ja. Aber da waren wir unterwegs und ich schaue und schaue und schaue und ich sehe nichts. Nichts, kein, gar nichts habe ich gesehen. Bis am letzten Meter auf einmal ist es so umknackst. Also so knackst man nicht um, das ist ein eindeutiger Hinweis gewesen. Und dann habe ich geschaut und es war exakt zwischen am Solarium und am Schuhgeschäft. Es war exakt auf der Linie. Was schenkst du, ne? Ich habe dann geschenkt so eine Faltencreme gegen Lederhaut. War falsch. Also es war die... Und einmal habe ich ihr nichts geschenkt. Einmal habe ich ihr nichts geschenkt, weil mir dachte, der Beweis, ich höre ihr zu, ich respektiere ihren Wunsch. Und ich habe mir noch kreativ was überlegt, weil ich ein schönes Backerl gemacht habe. So schön einpackt, mit einem Geschenkspapier, mit einem Marschall drauf und so. Und dann habe ich gesagt, Schatz, alles Gute zum Geburtstag, das ist das, was du wünschst. Und dann war nichts drin, war sauer. Das ist also eine Lose-Lose-Situation als Mann. Wie ist das, machst du das falsch? Das ist so. Wobei das eh stimmt, meine Herren. Ich muss ganz kurz noch über uns reden, weil ich habe dann einmal gekocht für meine Frau und das ist natürlich schön, so ein schönes Candlelight-Dinner machen. Ich habe dann gegrillt für sie. Schön. Und da muss ich nur kurz mit den Männern hier im Raum reden, weil Grillen ist natürlich etwas ganz Spezielles. Ne? Das ist so ein Ding, über das man nicht diskutieren muss. Ne? Da braucht man nicht diskutieren, ist das männlich oder weiblich? Nein, Grillen ist männlich. Ne? Das haben wir immer schon gemacht. Wir haben als Mammut Hamzart, die Frau hat es einmariniert, wir haben gegrillt. Ja? Und das ist heute nicht anders, in Wahrheit. Ja? Also es hat sich nicht das Einzige, meine Herren, was sich geändert hat, ist in den letzten Jahren dieses Grillen mit Gas- und Elektrogriller. Ja? Das ist Lulu. Das ist kein Grillen. Ja? Das ist Kochen im Freien, aber es ist kein Grillen. Ja? Grillen ist heiß, da muss rauchen, da muss gespüren, da muss ein Rauch sein, da spürst du die Glut. Ja? Man darf auch nicht die Glut mit dem Föhn von der Frau anheizen. Nee, nein. Ich sage immer, eine Glut muss böllen wie ein Hund, Zapfenachtel, Superhaus auf, ich wuff, so kann man arbeiten. Ja? Und auf dem Griller gehört Fleisch. Ja? Ja, wirklich, Fleisch und es gibt nichts Mühsameres als ein Griller und mit Vegetarier. Wirklich, was sagst du? Ah, was ist denn, das Steak ist fertig, ist gleich schön rosa. Also, Entschuldigung, was willst du? Ein Händel habe ich gerührt, ein Händel ist kein Fleisch eigentlich. Schaut nicht lieb aus. Nein, gar nicht, ja. Ich hab einen Fisch gerührt, auch nicht. Geh, was willst du? Holst du Melanzani? Bäh! Und hört's mal auf mit dem Halloumi, bitte. Ja, hört's mal auf mit dem Halloumi. Ja. Sagt die meine, Halloumi kann man grillen? Nein, Käse kann man nicht grillen. Ja. Halloumi, dieses grausliche, quietschende Klumpert, was glaubst du, dass du ein paar Platten in der Pappen? Ja, ich weiß, es kommt aus Zypern, aber darum geht's denen so. Weil das Einzige ist, was haben wir, ist ein Halloumi. Ja. Ja, beim Grillfest hat der Große sein Flummi verloren, ich habe mein Halloumi gegeben, der hat ein halbes Jahr gespült damit, bis er draufgekommen ist. Ja. Wer einen gescheiten Anharzer braucht für einen Grill, der kann den Häupl anrufen jetzt, der macht das in der Pension, der kommt vorbei, sagt, hups, und baff, Klubert ist da. Man muss nur aufpassen, wenn er die Stenzel mit hat, brennt er die Hitten an. Ja, und wie weiß man als echter Mann, dass die Glut perfekt ist? Du legst den Unterarm auf und dann ziehst und dann geht's. Ja, das gebe ich euch noch mit. Vielen Dank und schöne Grillsaison. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Sehr lieb, sehr lieb, sehr lieb. Danke. Danke. Danke, danke, danke.
Hochwürden, küssen Sie mich. Es tut mir leid, das geht nicht. Hochwürden, ich bitte Sie, küssen Sie mich. Es tut mir leid, Frau, das geht nicht. Hochwürden, ich bitte Sie, küssen Sie mich. Es tut mir leid, das geht nicht. Ich bitte Sie, Hochwürden, küssen Sie mich. Es geht nicht, es tut mir leid. Genau genommen dürfte ich nicht mal nackt auf Ihnen liegen. Vielen Dank. Dankeschön. Darf ich noch was sagen oder nicht? Ich weiß nicht, die Kollegen müssen morgen wieder arbeiten, alle, oder? Wann geht die letzte U-Bahn? Wir zeichnen jetzt eh nicht mehr auf. Wir haben eine Sendung, die heißt, also das sage ich nicht, wie sie heißt, aber die ist bei einem anderen kleinen Sender. Kleiner als ORF 3. Hat aber eine Zahl mehr hinten. Und da ist meine Lieblingsgeschichte aus den letzten Jahren, ist eigentlich die aus Klagenfurt, wo die, da geht es um die Trinkwasserversorgung von Klagenfurt. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand, also ob ORF3-Publikum sich in die Niederungen dieser Sendung überhaupt gibt, weiß ich nicht, aber... Wien hat eine Hochquellwasserleitung, weil sie ja das super Trinkwasser aus der Steiermark kriegen, damit sie schön gescheit saufen können. Jetzt sind die Klagenfurter über Jahre schon traurig, weil sie das nicht haben. Wirklich, über Jahre, in den 70er Jahren haben sie schon gewarnt. Ja. Und sind dann draufgekommen, wir haben keine Hochquellwasserleitung, wir hätten auch so gerne, wo es auch gescheit ist, sind zum Saufen und es, den Wörthersee können wir nicht aussaufen, wir kommen keine Touristen mehr und so. Blablabla. Dann haben sie beschlossen, wir machen eine Hochquellwasserleitung und haben sich Grundstücke gekauft, hektarweise in die Karawanken. Und gesagt, von den Karawanken leiht man das Wasser oben nach Klagenfurt. Und eine super Idee, hunderttausende von Euros, Millionen, glaube ich, hunderttausende, also in Schilling Millionen, hunderttausende Euro investiert in Planung und Grundstücke etc. Bis dann irgendwann, Jahre, Jahrzehnte später, der einzige intelligente Mensch im Klagenfurter Gemeinderat offensichtlich, wobei jetzt im Nachhinein ist gescheit reden, ja, das weiß ich eh, das ist immer leicht. Nicht? Wenn alles erledigt ist, dann kann man leicht mit voller Hose jetzt gut stinken. Aber der hat jetzt, wenn man es im Nachhinein betrachtet, eine Frage gestellt, wo man sagt, nicht blöd. Und zwar, isen tut überhaupt ein Wasser? Ich merke schon, ORF3-Publikum antizipiert die Antwort. Nein! Ja, also, dort ist kein Wasser, zumindest nicht genug Wasser, um eine Hochquellwasserleitung zu bauen. Hätte man sich vorher überlegen können, könnte man meinen. Egal. Ist nicht passiert, wo ich noch Steier gehört. Jetzt ist der Klagenfurter Gemeinderat so lieb, dass er alle Sitzungen ins Internet überträgt. Und wir haben dann erfahren, wann das behandelt worden ist, also wann die Bürgermeisterin von Klagenfurt diese Studie, die gemacht wurde, erklärt hat, nämlich die Studie in Auftrag gegeben, ob genügend Wasser, bla bla bla, die man zusammenfassen kann mit Nein. Und wir haben uns das angeschaut im Internet und haben gesagt, herrlich, das sagen wir her. Gut, dann muss man ja Rechte, muss man sagen, dürfen wir das herzeigen. Und dann haben sie gesagt, nein, das dürfen wir nicht herzeigen, weil, Begründung, das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Jetzt habe ich gesagt, aber ihr wisst schon, dass ihr das ins Internet übertragt. Also, damit alle Steuerzahler, die das ja alles bezahlen, unser Steuergeld, das ist, sich das alle anschauen können. Und wenn einer in Brasilien sich das anschauen will, kann er das genauso machen wie in Kirgisien, weil das ist öffentlich im Internet zu sehen. Dann habe ich gesagt, ja, schon so die Internetöffentlichkeit schon, aber sonst keine. Ja.
Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann müssen wir uns halt an die Vorgaben halten. Und es war traurig leider. Und wir haben dann in der Sendung nur so ein iPad gehabt, wo ein Screenshot quasi von der Sendung drauf war. Und dann habe ich halt erklärt, ja, es tut uns leid, das dürfen wir jetzt leider nicht herzeigen. Und bin dann aber, weil ich manchmal recht ungeschickt bin, bin ich da angestoßen bei dem Bildschirm. Und dann ist es plötzlich losgegangen. Und ich konnte es nicht stoppen. Und dann haben die das alle gesehen. Und dann habe ich mich entschuldigt, natürlich gesagt, es tut mir leid, ich konnte das jetzt nicht stoppen, wir könnten es jetzt rausschneiden, weil wir nicht live sind, aber es tut mir natürlich nicht, weil es ist schon passiert. Und das haben sie auch behandelt, diese Situation haben sie behandelt und wieder in einer Gemeinderatssitzung, wo dann einer halt eine offizielle, das ist so schön, wenn es eine offizielle Antwort ist, nicht? In der Sendung auf sag jetzt nicht, am so und so 4. Mai ist gesagt worden, man darf was nicht herzeigen, dann wurde aber ein Ausschnitt aus dem Gemeinderat hergezeigt, was ist denn jetzt, was wird das für rechtliche Schritte haben? Und die Bürgermeisterin von Klagenfurt ist halt vor dem Gemeinderat gestanden und hat gesagt, ja, es ist alles ein Wahnsinn und die Persönlichkeitsrechte von allen Menschen, die auf diesem Video zu sehen waren, sind verletzt worden und diese Menschen können alle jetzt rechtliche Schritte einleiten und das ist, weil alle Rechte, das gehören den Menschen, die da drinnen sind und so. Bis dann der zweite intelligente Mensch in... Der Bruder von dem anderen, glaube ich, war so von hinten, so ein, wie wenn du als was Führerschein, hinten ein Einwurf. Ja, aber es waren ja nur Sie drauf, Frau Bürgermeister. Werden Sie rechtliche Schritte einleiten? Und ich habe gesagt, na. Aber auf Anfrage hin durften wir das wieder nicht herzeigen, natürlich, und wir haben nur ein Standbild gehabt und ist mal wieder passiert. Und jetzt freuen wir uns dann drauf auf die Reaktion auf diese Geschichte, also so eine unendliche Geschichte mit dem Klagenfurter Gemeinderat, auf die freue ich mich schon ganz herzlich. Danke euch ganz herzlich, ich wünsche ein gutes Nachhausekommen. Dankeschön.